Hüther, vielen Dank, dass Sie sich heute zu einem Gespräch im Rathaus in Aues eingefunden haben. Damals war noch nicht Handy und PC angesagt, sondern Stiefel an und dann in der Aue Aar fischen und im Wald ströpen. Ich war nicht Mitglied der Jungen Union. Ich habe da auch ganz bewusst darauf verzichtet, weil mein Vater schon Kommunalpolitiker war. Und seinerzeit gab es noch so einen Proporz zwischen Arbeitnehmervertretern im Rat und Arbeitgebervertretern. Das ist heute längst Geschichte. Die Erkenntnis, dass Vorbereitungen von Ratssitzungen schon auch sehr aufwendig sind, nicht nur in der Suche nach guten Lösungen, sondern auch auf der Suche nach Mehrheiten für diese guten Lösungen, ist auch wichtig, dass man immer wieder sich vor Augen führt, dass das ein Amt auf Zeit ist und dass das auch ganz bewusst auf Zeit angelegt ist. Wie funktioniert eine Stadt mit Gastronomie, Einzelhandel, wenn die ganze Stadt Baustelle ist? Wie funktioniert das? Das ist für eine Fußgängerzone nicht so attraktiv. Nee. Es hat kaum Bauprojekte gegeben, bei denen man den Finanzrahmen nicht eingehalten hat. Also selbst beim Kulturzentrum haben wir, glaube ich, 1 Million weniger gebraucht als ursprünglich eingeplant. Ja. Ich wusste, wenn ich meine Frau fragen würde, das habe ich auch getan, dass sie mir sagen würde, ist deine Entscheidung. Aber ich wusste auch, welche Entscheidung ihr lieber war. Okay. Die gravierendste Entscheidung, glaube ich, ob ich die heute noch mal treffen würde, weiß ich nicht. Wenn ich Bürgermeister der Stadt Aarhus bin, dann habe ich die Stadt Aarhus zu vertreten. Ja. Mit all dem, was jetzt zu entscheiden ist, aber auch mit dem, was vorher entschieden worden ist. Ja. Wenn Sie beispielsweise Herrn Kühkamp fragen, wir sind gut miteinander befreundet, aber wir haben auch schon mal unterschiedlich, also durchaus um das eine oder andere gerungen. Und das hat aber nie dazu geführt, dass wir uns da nachher nicht weiter gut in die Augen hätten schauen können.